Seid recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dragon Age Origins. Hier ist die Goretti. Und wie ihr seht, ich habe die Gruppe gewechselt. Und ich denke, ich sollte mal wieder ein sehr oft von mir vergessenen Gruppenmitglied, nämlich kleinen Bobby, mal wieder mitnehmen. Ja, Bobby, wedelst du höflich mit deinem, glücklich mit deinem Schwänzchen. Siehst du etwas Interessantes hier? Bobby geht mit etwas zurück, das wie 100 Jahre alte Flasche Wein aussieht. Sie ist noch immer vom Staub bedeckt. Na, wenn das mal nicht ein Geschenk ist. Bobby. Ja, ganz ruhig, Bobby. Hör mal, Bobby. Siehst du noch etwas Interessantes? Bobby läuft auf dich zu und legt dir einen leicht mitgenommenen Kuchen in die Hände. Na, das ist aber schön. Ein Kuchen. Du bist ein guter Hund. Ja. Ach, Kier, Bobby, was bist du doch ein keckes Kerlchen. Ja, und siehst du noch was Interessantes? Bobby hat offensichtlich eine etwas dreckige Seidendose gefunden. Seidenhose, nicht Dose. Entschuldigung. Jetzt gerade, wo ich die Antworten lese, muss ich dann doch etwas lachen. Du erwartest doch nicht etwa, dass ich das anziehe, oder? Oh, Bobby, ist okay. Nun ja, irgendwann vielleicht, aber nicht heute, in Ordnung? Ah, siehste. Ich werde es hier im Lager anziehen, Bobby. Nur für dich. Und Bobby? Was hältst du davon, wenn du nochmal auf Suche gehst, ha? Bobby hat dir ein zerfleddertes altes Buch gebracht. Einige Seiten sind leider etwas zerkaut. Danke, Bobby. Oh, das gab einen Codex-Eintrag. Das ist ja nett von dir. Und Bobby, findest du noch mehr? Bobby hat dir etwas gebracht. Und was? Irgendeinen Gegenstand, der nicht näher bezeichnet wird. Ich würde sagen, das reicht jetzt mit Bobby Such. Ja, des Weiteren ist noch etwas. Das ewig leidliche Thema Mikrofon. Es ist unglaublich. Ich habe mir gestern einen Verstärker für das Mikrofon geholt. Also ein Zwischenstück, das sich dann nennt Fett-Heater. Oder Heater. Header. Irgendwie sowas in der Art. Und jetzt klingt mein Mikrofon wesentlich lauter oder kommt auch wesentlich lauter an dem Mischpult an. Jetzt bin ich gespannt, wie es wird und ich hoffe, dass ich damit mein Problem-Mikrofon für alle Zeiten erlischt. So, nichtsdestotrotz, ja, offscreen. Warum habe ich Bobby hier? Ich habe tatsächlich die ganze Gruppe so ein bisschen offscreen einen Stufenaufstieg machen lassen. Ich werde euch dann bei Zeiten zeigen, was ich genau gesteigert habe. Bei Morrigan war das, glaube ich, nichts, was zu steigern war. Bei Wynn, da hatten wir ja schon in der letzten Folge den Geistschlag gesteigert. Klein Bobby hat das Zerfetzen dazu gekriegt. Und ich bin mal gespannt, wie wir uns mit Klein Bobby zusammen durch die Reihen der bösen Leute schlagen. Ja, ihr habt es ja auch geschrieben, es ist fürchterlich. Also ich war sowas von geschockt, als ich erfahren habe, was Lesky, von mir liebevoll Leske genannt, doch alles so getan hat. Naja, so, und das dürfte das verdächtige Haus sein. Diese Tür scheint aus massiven Steinen zu bestehen. Es ist kein Öffnungsmechanismus erkennbar. Bei näherem Betrachten fällt dir ein kleiner verborgener Schlitz auf, gerade groß genug für einen Finger. Durch den Schlitz sehen? Nein, wir haben ja einen Fingerknochen, nicht wahr? Den Fingerknochen in den Schlitz legen. Die Tür wird entriegelt. Schaka, auf geht's, ihr Lieben.
Ja, das Problem des sehr leisen Mikrofons war tatsächlich, dass ich immer sehr dicht am Mikrofon sitzen musste und dementsprechend nach einer halben Stunde auf jeden Fall eine Nackensperre hatte. Und jetzt kann ich meinen Kopf ein bisschen freier bewegen. Was sich allerdings jetzt negativ zeigt, ist, er zeichnet natürlich ein bisschen mehr die Umgebungsgeräusche auf. Ich hoffe, das Klicken wird euch nicht allzu sehr nerven, wenn ihr es überhaupt hört. Ah ja, ihr zwei Mädels bleibt mal hier. Oder ihr zwei Mädels und Bobby. Und Radbundes geht mal eben in die Verstohlenheit. Wie lautet die Parole? Wieso hast du mich entdeckt? Javia lutscht Echseneier. Wir haben einen Märtyrer, Jungs. Ist das so? Gut, dann bewegt euch mal alle. Und dann lass mich mal sehen. Schade aber auch, dass ich hier nichts machen konnte mit der Verstohlenheit, weil das Ganze eine Cutscene an dieser Stelle erfordert. Ist ja auch okay. Morrigan, du rennst mal darüber. Und Wynn, du rennst auch mal da hinten hin. Bobby greift an, das finde ich gut. Und ich greife auch an. Was haben wir denn hier alles? Wir haben erstmal dich hier, den Türsteher. Schaka. Und jetzt komm her, Türsteher. Wynn, würdest du bitte einmal Gruppenheilung machen? Und ich glaube, das war keine so gute Idee, dass ich mich auf den hier gestürzt habe. Morrigan ist nämlich ziemlich geschaden. Jetzt komm, mach mal diesen Menschen hier kaputt. Damit wir unsere Morrigan helfen können. Oder besser gesagt, unseren ganzen Leutchen hier. Warum kommst du klar? Morrigan, wieso stehst du denn da wieder apathisch in der Ecke rum? Also das verstehe ich jetzt beim besten Willen nicht. Pass mal auf, mach mal wenigstens das. Auf den da hinten. Das gibt's doch nicht. Was ist denn da jetzt gerade nicht richtig mit der Frau? Alles greift an, nur Morrigan steht dumm in der Ecke rum. Das ist ja wohl nicht wahr. Nimm mal einen Trank. Hast du eigentlich auch schon Tränke? Nein, natürlich nicht. Gut, das machen wir dann gleich. Und ich warte darauf, wach zu werden. Los, jetzt aber. Stirb, Alter. Und jetzt du da hinten. Jawohl, Bobby, gib's ihm. Geht doch. Reizend. Ich muss doch mal eben in Morrigans Taktiken reinschauen. Fernwaffe? Ich stell dich gleich auf aggressiv, wenn du wohl so weitermachst, Frau. Ein Topaz. Sehr gut. Ach ja, und im Inventar von kleinen Bobby, da wollte ich ja auch ein paar Dinge ablegen. Nicht, dass ich das vergesse. Klein Bobby, du kriegst auf jeden Fall auch diese Heiltränke. Ja, auch Klein Bobby kann Heiltränke verwenden. Auch wenn man sich dann doch ein bisschen wundert darüber. Aber es ist einfach so. Und nicht nur seine Mabari-Knochen kauen. So. Ich bin mal gespannt, an welcher Stelle wir auf unserem Freund Leske treffen. Nee, auf gar keinen Fall läufst du vor. So, Mädels, ihr bleibt mal hier. Gut, lasst uns still sein. Mal schauen, wie gut die Verstohlenheit jetzt hier funktioniert. Ah ja, schau mal einer an. Das sieht doch aus wie eine Falle. Seht ihr das da? Das ist eine Falle. Kriegen wir die gelöst in der Verstohlenheit? Sehr gut. Ihr seid nur ihr zwei. Ich glaube das zwar nicht so ganz, aber ihr Süßen. Ihr kriegt jetzt mal das hier ab. Warum habe ich Pause gedrückt?
Chaka. Ja, kommt ruhig, kommt ruhig. Warum drücke ich denn immer wieder Pause? Und jetzt kriegt ihr Radegundis zu spielen. Und ihr Mädels kommt mit hier rüber. Ein Kampf, wie reizend! Wo bleiben die denn? Oh, das Gemüse! Was ist denn gerade mit euch kaputt? Ja, bleibt mal ruhig da stehen, wie angewurzelt. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch echt nicht wahr sein. Gut, dann schauen wir doch mal in diese Räumlichkeiten rein. So, ihr bleibt mal stehen. Radegundis, mach mal einfach die Tür auf. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, Angriff. Genau so wird es geschehen. Alle Mann zusammen. Was ist denn das für einer? Ein Kunari-Söldner. Ihr habt einfach einen Kunari-Söldner an der Seite. Warte mal, Kunari. Nee. Du hast mich gerade betäubt. Das finde ich nicht witzig. Und lass meine Win in Ruhe. Soweit kommt's noch, du Ekelhaften. Schlaf. Guck dir das an. Warum macht ihr nichts? Erklär mir das mal einer. Erklär mir mal einer, warum Morrigan nichts macht. Und jetzt ist Win weg, weil ich auf Morrigan geschaut habe. Mann, Morrigan, was ist denn los? Was ist denn falsch bei dir? Na komm her, mein Freund. Dann müssen wir das halt jetzt einmal ohne Win schaffen. Das kriegen wir schon hin. Machen wir uns die Hände schmutzig. So ist es, Morrigan, so ist es. Jetzt greift sie die ganze Zeit an. Anstandslos. Das verstehe ich nicht. Was ist denn da falsch gerade? Naja, egal. Kann man nicht ändern. Es ist halt, wie es ist. So, lass uns mal eben die Win wieder aufwecken, bevor die Musik mich hier völlig aus den Socken haut. Oh, ich steh auf. Das war doch ziemlich unangenehm, nicht wahr? Reizend. Ja, Win. Ach, es gibt Schlimmeres im Leben, weißt du? Ja, sofort. Ja, genau. Nimm mal so eine Wundheilung und dann fühlst du dich gleich viel, viel besser. Viel, viel besser. Ach, nee. Wie ihr wünscht. So ist es, Radegundis. Wie ich wünsche. Was ich mir jetzt gerade sehr wünschen würde, wäre, dass Klein Morrigan... Oh, körperliche Widerstandskraft, aha. Klein Morrigan vernünftig mitarbeiten würde. Das würde ich mir jetzt gerade wünschen. Alles andere ist super. Sagte so und meckert morgen wieder übers Mikrofon oder so. Okay, dann kommt mal hier. Ihr Jungs wollt unbedingt meine Magierinnen angreifen, nicht wahr? Jawohl, legt sie alle scharf. Was war das denn? Festhaltender Schuss? Von wo kam der denn? Morrigan, geh mal ein bisschen weiter nach hinten, bitte. Und, ich greife weiterhin hier an. Ah, sag mal, was ist denn das? Diese verdammten Zwerge, ich sollte mehr mit der Verstohlenheit arbeiten. Okay. Ich hab gedacht, ich mach das mal ohne Verstohlenheit, aber das bringt ja rein gar nichts. Die sind ja knallerhart. Win, wie geht es hier? Noch geht es hier gut? Ich schlafe schon wieder? Jawohl, dann Win, nimm mal einen Heiltrank, bevor du mir auch noch unter den Armen stirbst. Du Verbrecher! Meinst mich schlafen legen zu können? Du Ekelhaften? Und was macht Bobby? Wieso greift Bobby nicht an? Also irgendetwas stimmt gerade mit dem Spiel, glaube ich nicht. Irgendetwas passt da nicht. Ich kann euch nicht sagen, was, aber es ist ein bisschen definitiv. Mit den dritten ekelhaften Unheilen. Ulkig. Ja, ich weiß nicht, was das ist. Morrigan, ich lasse dich gleich sofort was
gegen deine Wunden nehmen. Ist alles gut. Hm. Oh, sei nicht traurig. Alles geht vorbei. Ein metallener Schild aus Viridium. Was auch immer. Yamas Tagebuch. Das werde ich dann bei Zeiten lesen. Yamas Kiste. Ah, ja, 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 ich erinnere mich, was das ist. Ja, ich erinnere mich. Da werde ich jetzt jedes Mal eine Wunde kriegen, weil ich tatsächlich einfach zu gierig bin. Ich kann es euch ja mal direkt zeigen. Das ist, glaube ich, unter den Codex-Quest-Bezogenes. Das können wir ja mal eben, müsste es zumindest sein. Yamas Kiste. Ja, da handelt es sich um mehrere Kisten und in jeder Kiste ist etwas drin. Aber nur eine ist letzten Endes die richtige Kiste. Oder da, wo man halt... beziehungsweise sind, glaube ich, alles die richtigen Kisten von Yama. Aber die, wer zu gierig ist, der erhält jedes Mal eine Wunde. Und ich bin gierig. Mal sehen. Es war eine gute Saison, Kanki. Ziemlich hinterhältig auch, darum müssen wir uns vorsichtig sein. Ich bringe meine Hälfte zur Oberfläche, um einen guten Preis rauszuschlagen. Deine Hälfte ist in meiner Kiste. Sie hat eins von Picks Schlössern, das übliche. Du brauchst 3 Teile aus unseren normalen Truhen, bevor du überhaupt versuchen kannst, es zu öffnen. Sie hat sie auf hoch-niedrig eingestellt. Weil du hier den besten Blick für sowas hast. Ich habe dafür einen Teil der Beute gefälscht. Aha. Du nimmst nur das Ding aus dem, das am billigsten aussieht, aus jeder Truhe und dann kannst du die Kiste öffnen. Das teuer aussehende Zeug ist ein Köder und ich habe Fallen dran gehängt. Entweder nimmst du das Richtige raus oder eben nicht. Und dann hast du hoffentlich kein Problem damit, ein wenig zu humpeln. Viel Glück, Yama. Der Name passt. Ihr Lieben, würdet ihr mich mal einfach vorbeilassen? Da sind doch welche hinter der Säule. Ja, sind sie. So, dann kommt mal her. Ihr hübschen Kerle. Du kriegst mal direkt das hier ab. Chaka. Und dann... Oh Gott, Win. Wenn das mal sitzt bei dir, dann aber auch richtig, ha? Ist hier noch einer? Ja, der? Oh, oh, oh. Win, ich komme. Nein, ich komme nicht. Ich hänge fest. Verflixt, Verfluchter. Na, warte. Ah, ihr seid gleich mehrere auf einmal. Schluck das. Und dann schluckst du den. Und dann bist du gleich Geschichte, mein Freund. Mit deiner blöden Fernwaffe. Was hältst du da? Ich glaube, gerade Wunde zu überwinden, das ist für keinen dieser Halunken noch wirklich einfach. Gerade Wunde ist einfach zu heftig. Leski, mach dich auf etwas gefasst. Win, einmal Gruppenheilung bitte. Damit es Bobby wieder besser geht. So, und du schießt die ganze Zeit auf meinen Bobby? Du ekelhaften Schlag. Du kriegst erstmal einen Tritt. Und gleich ist die Geschichte. Das war's mit dir. Oh, Bobby schläft auf. Das ist, jawoll, Bobby. So ist das richtig. Auf dich ist Verlass, mein kleiner Hund. Ah, dann wollen wir mal schauen. Habe ich schon eine Wunde, weil ich die Kiste schon... Nee, ich glaube, die kommen erst weiter vorne. Mal gucken, ob ich es einmal in meinem Leben richtig hinkriege. Das sind alles nur Truhen, das sind keine Kisten. Mit einer schicken Vase haben oder nicht haben. Das ist nicht Yamas Kiste, ne? Nein, das war auch nicht Yamas Kiste. Ah. Schön, schön. Wir räumen hier einmal ordentlich auf. Und Leski?
Christus schon mit der Angst zu tun? Deine alte Freundin kommt, Lesky. Und sie kennt keine Gnade. Selbstverständlich. Danke für die Verletzungstrank. Aha, eine Magierin. Und ein Kunari-Söldner. So, dann pass mal auf, Magierin. Was hältst du davon? Und davon. Und von dem? Ich habe die ganze Menge davon. Du Hexe. Das war's mit dir. So, und den Meuchelmörder? Mein Freund. Nimm das. Los, Bobby, drauf da. Jetzt kannst du schlafen. Und so langsam wird es aber Zeit, dass die liebe Win uns vielleicht mal einmal heilt. Wieso greift denn jetzt gerade Boris nicht mehr an? Hau drauf, Bobby. Sehr gut. Hast du meinen Bobby schlafen gelegt, du Ekelhaften? Oh, yeah. Oh, guck mal, auf Bobby haben sie auch so ein Dings gemacht, aber das macht nichts. Bobby hat es trotzdem gut überstanden. Bisher kann ich nicht sagen, schlägt sich unser Hund doch sehr tapfer. Warum habe ich den nicht öfters schon mitgenommen? Ja, Kankis normale Truhe. Das nehmen, was am wenigsten Kostümring, dann nehmen wir mal den. Nicht alles nehmen. Und jetzt kann ich alles nehmen, ne? Nein, das war falsch. Verfluchter. Ich hasse dich jetzt schon. Sonst ist hier nichts mehr. Wunderbar, weiter geht's. Weiter geht's. Lass mich mal einmal auf die Karte schauen, weil hier geht es, glaube ich, weiter. Das hier ist meines Wissens nach nur eine Sackgasse. Deswegen gehe ich tatsächlich jetzt mal geradeaus weiter und gucke trotzdem noch einmal ganz kurz auf die Karte. Ja. Hallo, ihr Süßen. Wir sollten lieber Monstrosität. Du schläfst schon mal? Ich weiß gar nicht, kann gerade Gunnis eigentlich schon magisch zuhören? Ich bin mir nicht sicher. Bleib hier, mein Freund. Sehr gut. Kann gerade Gunnis magische Fallen? Ja, kann sie. Win, bleib hier. Win, du bleibst hier. Bist du wahnsinnig? Wir müssen kämpfen. Ja, sobald gerade Gunnis diese Falle weggemacht hat. Du willst Morrigan angreifen und du legst dich schlafen, ich leg dich schlafen. Hier, schlaf. Geht doch. Haha, guck dir unseren Mabari an, du. Jawoll, Bobby, hau drauf. Naja, jetzt schläft er. Tut ja auch mal ganz gut. Ich einfach ein bisschen ausruhen während des Kampfes. Das mache ich auch öfters, Bobby. Nimm dir das nicht so zu Herzen. Das passt schon. So ein kleiner 2-Sekunden-Nicker. Solange du dabei nicht gerade im vollen Lauf bist, ist alles gut. Genau so wird es geschehen. Und nicht anders. Aber selbstverständlich. Ja, um nochmal auf Lesky irgendwie so noch von der letzten Folge zu sprechen zu kommen. Also ich hätte gedacht, der sitzt vielleicht im Bau und den befreien wir. Aber sowas, das hatte ich nicht erwartet. Aber gut gemacht, gut gemacht.
von der Storyline her absolut genial. Wie gesagt, es ist halt das erste Mal, dass ich so eine Zwergin spiele. Ja, ganz locker bleiben. Warte mal. Chaka. Nehmt den. Irgendwas ist zerborsten. Das war, glaube ich, einer von denen. Jetzt muss ich selber mal schauen. Wo ist der nächste? Schlaf, mein Freund. Los, Bobby, jetzt hast du leistet spielen. Hau drauf, hier nix. Sehr gut. Das war's mit dem. Wie geht es uns gesundheitsmäßig? Ganz gut. Und jetzt zu dir, mein Freund. Jetzt greift doch an, meine Bundes. Okay, jetzt kann sie dich angreifen. Jetzt schläft sie nämlich. Aber gerade hat sie noch ganz gut schlafen. Verdammt nochmal. Radegundis jetzt greift. Sama! Dann geh woanders angreifen. Hier greift den an, der da gerade Win an. Wieso geht das nicht? Das kann doch nicht wahr sein. Okay, ihr zwei greift Morrigan an. Dann kriegt ihr mal so eine Frostbombe erst ab. Jetzt wirf sie doch, Radegundis. Was ist denn das? Meine Güte. Also, irgendwas passt da gerade vorne und hinten nicht mit dem Spiel. Die Charaktere greifen nicht an. Ich klick hier rum wie so eine Doofe. Was ist denn das gerade? Hab ich da gerade eine Tür gehört? Oder kam es mir nur so vor? Also, ich weiß nicht, was das gerade mit dem Spiel ist. Genau so wird es geschehen. Warum die alle nicht angreifen? Ich bin, kann's mir überhaupt nicht vorstellen. Ich weiß nicht, was das da gerade ist. Komisch. Ziemlich komisch. Gut, dann. Auf geht's. Wie ihr wünscht. Wieder zurück in die tiefen Wege. Seht ihr das da? Das ist eine Falle. So ist es, Radegundis. Mach mal den Stolperdraht weg. Sehr gut. Hier ist doch bestimmt auch eine Falle, nein? Aber selbstverständlich. Das war die einzige Falle gerade. Na dann. Gehen wir mal weiter. Ich mache mal einen kleinen Zwischenspeicher, wenn ihr nichts dagegen habt. Zum einen, weil ich das doch durchaus sehr merkwürdig finde. Genau so wird es geschehen. Was das Spiel gerade mit mir macht. Und zum anderen, weil ich den Fortschritt, den ich bis jetzt erreicht habe, nicht wieder verlieren möchte. Kurzer Blick auf die Karte. Ja, das ist ein einzelner Raum. Wir sollten lieber vorsichtig sein. Wie viele sind da? Zweie? Ihr habt doch keine Chance. Oh, es sind doch ein paar mehr. Alles klar, Radegundis, mach das mal auf deine Waffen. Genau so wird es geschehen. Hier, mein Freund, einmal das Todesmal auf dir drauf. Und jetzt schlaf. Wieso hast du nicht schlafen gelegt? Er war schneller. Und jetzt haben sie auch noch ein Todesmal auf mich gemacht. Gut, 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 gut. Ihr seid sie. Hier, schluck das. Und du bist schon tot? Schluck den. Und die Frostbombe kriegt ihr auch noch ab. Tschüss. Jetzt. Konzentrieren wir uns mal auf dich. Geht doch. Noch geht es uns gesundheitlich gut. Auch wenn wir das dieses Mal auf uns haben. Hör auf damit. Okay, ich nehme jetzt doch mal einen Trank. Sehr gut, Bobby. Greif an. Gerade wurde ich schlecht. Es war gut, dass ich einen Trank genommen habe. Und guck mal, wie
teilnahmslos wieder Morrigan da steht. Ich verstehe es nicht. Reizend. Ich verstehe es nicht. Gefängnisschlüssel. Alles klar. Aber hier ist niemand im Gefängnis. Leichnam eines Zwerges. Reizend. So, und jetzt erzähle ich euch mal etwas. Genau so wird es geschehen. Wenn man keinen Zwergen spielt oder keinen Zwergen bürgerlichen, dann ist hier ein Zwerg normalerweise drin. Und der sieht Leske sehr ähnlich. Und jetzt ist da gar nichts drin. Es ist niemand in diesem Gefängnis. Und ich bin wirklich immer fest davon ausgegangen, dass ich Leske hier aus diesem Gefängnis befreien werde. Interessant, ne? Interessant. Bin ich hier richtig gelaufen? Ja, doch. Oder? Doch, von hier bin ich gekommen. Doch, ich bin richtig. Mich wundert's nur... Aha! Dass die Tür offen steht. Und dann schläfst du einmal, mein Freund. Und dann hauen wir drauf wie nix. Deine Bundes, gib's ihm. Der ist Geschichte. Sehr gut. Morrigan, du nimmst mal... Nein, aber die eisige Umarmung. Sehr gut. Wins Superpower hat gewirkt. Und dann erledigen wir den. Und zu guter Letzt den Katermeuchelmörder hier. Sehr gut, Win. Danke für deine Heilung. Und für Morrigan hat es trotzdem nicht gereicht. Ach, Morrigan, du Gute. Schluckmann-Trank. Aha. Ein Dolch. Gut, da geht's weiter. Lasst uns erstmal hier entlang. Ein Kurzbogen, auch das nehme ich mit Freuden. Also, egal wie lang die Folge wird, ich werde auf jeden Fall heute hier noch Javia erledigen. Deswegen freut euch ruhig darauf, dass ihr vielleicht eine etwas längere Folge zu sehen bekommt, als normalerweise die angepeilten 30 Minuten, die ganz oft 40 Minuten lang werden. Schlaf, mein Freund! Du hast doch alleine überhaupt keine Chance. Seht ihr das? Oh, eine Falle. Das ist eine Falle. Noch eine Falle. Gibt's noch mehr Fallen? Oh. Meine Bundes, jetzt hör auf mit der Falle zu spielen und kämpfen. Jawoll, so ist es richtig, Radegundis. Hau mal wie nix. Ich komme ständig auf diese Leertaste drauf. Obwohl ich es eigentlich gar nicht so wirklich will. Oh nein, Radegundis ist deutlich gut gemacht, Radegundis. Und gerade eben gegen das doch mit dem Trank. Jawoll. Lass meinen Bobby in Ruhe, du Ekelhaft. Sehr gut. Das läuft doch hier. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt, ehrlich gesagt. Das, was du kannst, kann ich auch, mein Freund. Eieieiei. Ja, ich wusste ja, dass hier einiges auf mich zukommt. Guck mal, eine Falle habe ich übersehen. Schade. Da sind uns ein paar Erfahrungspunkte entgangen. Reizend. Aber das macht nichts. Das ist nicht so wüst. Nö, die war noch gar nicht kaputt. Oh, schade.
Aber selbstverständlich. Alles gut, genau Win? Genau so wird es geschehen. Ja, ich passe beim nächsten Mal besser auf. Du kannst ruhig mit mir schimpfen. Ganz laut schimpfen. Eispfeile. Jetzt hätte ich durchaus gerne mal Liliana auch wieder dabei. Ach ja, offscreen hatte ich mir den Ring auch tatsächlich nochmal angeguckt und ich konnte meinen Gedankenablauf tatsächlich nachvollziehen. Wie und, ihr wünscht. Von daher, jetzt lass mal gucken. Das ist ein Brieföffner. Rost aus Eisen, Stahl. Was ist nochmal am schwächsten? Ich glaube, der aus Eisen, oder? Rotstahl ist stärker. Und Stahl ist auch stärker. Und wenn ich jetzt... Stahl? Aua. Und schon habe ich die Wunden. Weil ich alles genommen habe. Weil ich einfach gierig bin. Ist doch egal. Das Geld ist wichtiger. Ah. So, hier ist alles raus. Sehr schön und weiter geht's. Javia, ich bin gleich da, meine Süße. Und dann wird hier mein alter Freund Lesky auch nicht mehr helfen können. Chaka. Lesky, bist du schon hier dabei? Noch nicht? Da ist ja eine Heilerin. Wo bist du, Magierin? Verfluchte. Ah, da bist du ja. Morrigan, nimm einen Trank, Süße. Und ich geh mal auf diese verflixte Magierin drauf. Schlaf, Alte. Du hast widerstanden? Jetzt komm schon. Stirb endlich. Nein, Win ist auch down gegangen. Okay, jetzt wird zieht der Kampf. Kaum ist eine Magierin im Spiel, ne? Mein kleiner Hund, du nimmst mal einen Heiltrank. So wie Radegundis auch. Kaum sind Magier im Spiel, sind die Kämpfe echt heftig. Ja gut, ich hätte vielleicht mit Morrigan wieder versuchen können, das zermalende Gefängnis anzuwenden. Aber das zermalende Gefängnis hat zweimal schon bei magischen Wesen nicht funktioniert. Selbstverständlich. Und deswegen habe ich gedacht, ich lasse sie einfach mal machen. Sie greift ja sowieso nicht an. Aber jetzt tut's mir leid. Ich hätte es doch mal versuchen sollen. Du warst das bestimmt, du Ekelhaften. Jetzt steht nur noch Radegundis und du. Und wie Radegundis, ich auch. Ich schau dir nämlich gerne beim Kämpfen zu. Okay, Mädels, genug geschlafen. Aufstehen. Ja, das ist teuer dieses Mal. Das ist wirklich teuer. Naja, ich kann es nicht ändern. Win, nimm du auch mal so ein Ding. Ja, sofort. Beim nächsten Mal passe ich ein bisschen besser auf. Hoffe ich zumindest. Bobby, kannst du mir mit diesem ganzen Blut helfen? Danke, Bobby. Besser so. Genau so wird es geschehen. Aber sollte ich dich mitnehmen in die tiefen Wege, Bobby? Machen wir das nicht, wenn ich voller Blut der dunklen Brut bin, sonst wirst du krank. So, du elfische Söldnerin. Du Ekelhaften. Und da ist wieder die Kiste. Ja. Ich weiß einfach nicht, wie wertvoll die Sachen sind. Ach, weißt du was? Machen wir es uns einfach. Geht doch.
Ich weiß einfach nicht. Ich kenne den Wert der Sachen nicht auswendig. Ja, in Ordnung. Würde ich mal ein bisschen aufpassen, wenn ich verkaufen gehe, dann wüsste ich's, aber ich weiß es nicht. So. Mehr Kisten von diesem Knilch gibt es sowieso nicht, von daher egal. So, wo sind wir denn jetzt hier? Da ist schon mal eine offene Tür. Ah, das ist es. Hier ist, glaube ich, nichts. Nichts Großartiges zumindest. Außer ein paar leichte Gegner. Mädels, die kriegen wir doch wo so hin, oder? Festhaltender Schuss? Vergiss es, mein Freund. Hier. Schmeiß! Und den kriegst du auch noch. Und weil es so schön war, kriegst du auch noch den ab. Tschüss. Ihr seid schon mal Geschichte. Ich dachte, ich hätte sie beide erwischt. Hab ich gar nicht. Wie viele leben denn noch hier? Okay. Morrigan. Dann mach doch mal das zermalende Gefängnis tatsächlich auf den da. Das zermalende Gefängnis. Bitte, Morrigan. Ich werde. So ist es gut. Somit hat Wynn weniger Last. Chaka. Und jetzt greifen sie beide nicht mehr an. Ich muss gucken, ich habe nichts in den Taktiken umgestellt. Rein gar nichts. Also daran kann es nicht liegen. Oh, zahme Tierchen, aha. Darf ich dich streicheln? Genau so wird es geschehen. Nochmal ein paar Pfeile für unsere liebe Liliana, sobald es soweit ist. Warum können wir die nicht zähmen? Ich würde gern so einen Spucker haben, der alle immer platt legt. Obwohl, so ein Bronto wäre auch geil. Ja gut, die kann man ja scheinbar zähmen. Ne? Guck mal, wie sie da liegen. Ganz entspannt. Haube des, was? Distanzläufers. Mhm. Wenn du das Ding wahrscheinlich, wenn du das eventuell einem Marathonläufer aufsetzt, ne, dann heißt es Doping. Viele Runen kriege ich hier, das freut mich ungemein. So, das war schon mal dieser Raum. Mal schauen, was uns in dem nächsten Raum erwartet. Ne, das ist auch eine Sackgasse, das ist gut. Es ist schön, dass man das so weit sehen kann. Dann erspart man sich... Ich hasse es, wenn in Spielen urplötzlich aus dem Nichts sowas passiert. Nimm das, das und das. Und den nimmst du auf. Ist da hinter mir auch was los? Wow. Ich werde gefressen. Ich werde gefressen. Bobby, tu was. Bobby, tu was. Du ekelhafte Spinne, du. Misty, warst du das oder warst du das? Boah. Hast du das gesehen? Unglaublich. Ekelhaft. So, Javia. Ich habe mich deinen Recken gestellt. Ich habe mich allen anderen gestellt. Diesmal speichert sich das Spiel automatisch. Also gehe ich da mal von aus, dass hier Javia und mein Freund Lesky auf mich warten. Sowas, unsere kleine Ausreißerin. Wollt ihr es jetzt zu Ende bringen? Ihr sterbt jetzt. Und der Verräter auch. Wenn ihr meinen Stahl spürt, denkt an Berat. Noch im Tod bekommt er seine Rache.
Das glaube ich eher weniger. So, Morrigan. Wo ist der kleine Gauner Leske? Morrigan. Einmal auf Leske, bitte. Ups, jetzt bin ich an mein Mikrofon gegangen. Gekommen, Entschuldigung. Das zermalende ja, Gefängnis. Ja, sehr gut. Und, Win. Einmal bitte die Versteinerung. Auf Leske. Und Win, du hast doch hoffentlich nicht schon die Steinfaust angewandt. Doch hast du. Egal. Mach mal bitte die ansteckende Bombe. Auf Leske. Und jetzt, Leski. Wirst du hoffentlich bald sterben. Das würde mich ungemein freuen. Ja, sofort. Chaka, Leski, wie gefällt dir das? Gleich bist du tot, Leski. Und das war's mit dir. Morrigan, kannst du denn schon wieder das zermalende Gefängnis machen? Nein, natürlich nicht. Aber weißt du was? Sorg mal dafür, dass der nicht mehr schießt. Und du, Gütigste, nimmst einfach mal einen großen Trank. Auf meine Kosten. Es ist nur noch Frau Javier. Was hältst du denn von dem Siegel der Lähmung, Javier? Was bist du denn? Dann auf den. Und Bobby, bei dem kannst du nichts machen. Aber was hältst du davon, wenn du den angreifst? Deine Hübschen! Was ist mit meinen Hübschen? Javier? Da war doch gerade die Falle. Ja, ich sehe sie. Das glaube ich dir nicht. Javier, schluck den. Und dann den. Und dann den. Und zu guter Letzt schluckst du auch noch den hier. Und Morrigan, kannst du jetzt endlich wieder... Nein, kannst du natürlich nicht. Das ist schade. Ja, dann mach mal, was du da auch immer machen möchtest. Und Radegundis, du greifst ihn hier an. Gleich haben wir euch. Gleich seid ihr Geschichte. Alle miteinander. Hat er widerstanden, meinem dunklen Mal? Schlaf. Morrigan, kannst du denn schon wieder das zermalende Gefängnis machen? Nein, kannst du nicht, weil du kein Mana hast. Nimm mal das und wo ist Javier? Da ist Javier. Hallo Javier. Was hältst du denn von den zermalenden Gefängnis? Durch Morrigan. Was nicht funktioniert hat. Verdammt. Es ist doch echt immer das Gleiche. Win, ja. Du nimmst ganz schnell einen Heiltrank. Danke. Das zermalende Gefängnis hat leider nicht funktioniert. Ja, bei vielen funktioniert das mit dem zermalenden Gefängnis leider nicht. Wir werden auch siegen. Keine Sorge. Nein, nicht da durchlaufen. Nicht da durchlaufen. Und den. Nein, nicht da durchlaufen. Oh. steh auf, Kleine. Wer ist da noch gefallen? Oh nein. Win. Pass auf, du nimmst erstmal einen Heiltrank. Radegundis auch, da muss ich mich um dich schon mal nicht kümmern. Ich habe ja total vergessen. Liebste Win, dann nimmst du einen Mana-Trank. Und wirst mal eben... Wen erweckst du denn jetzt mal? Du erweckst mal die Morrigan. Sehr gut. Und Morrigan, du kannst ja auch erwecken mittlerweile, oder? Ich meine, ja, sie hatte nämlich tatsächlich doch einen Stufenaufstieg. Und ich hatte ihr das Erwecken auch gegeben. Voll vergessen.
Und du erweckst mal kleinen Bobby. So ist es brav. Und dann nimmst du selber einen Trank. Danke. Wir können es ja nochmal... Nein, können wir nicht. Wir können es nicht nochmal mit dem zermalenden Gefängnis ausprobieren. Radegundis, wo bist du? Wohin soll ich gehen? Sehr gut. Du bist auch Geschichte? Nimm mal einen etwas kleineren Trank. Jetzt muss ich mal schauen. Wo ist Javia? Javia ist, glaube ich, platt. Sehr schön. Das war's mit Javia. Das war's mit Leslie. Und dann ist da noch einer. Ein guter Kampf. Ein wirklich guter Kampf. Tja, Leslie. Das hättest du wohl nicht gedacht, was? Genau so wird es geschehen. Dass deine alte Freundin zurückkommt. Und dich dann... Tja. Reizend. Einfach davonjagt. Katerschlüssel, sehr schön. Das war's mit der Kater. Jetzt ist der Weg frei. Jetzt kann Beelen schalten und walten, wie er will. Ich persönlich, muss ja ganz ehrlich sagen, ich mag Beelen nicht, weil er ist skrupellos. Wie ihr wünscht. Der Inbegriff eines guten Politikers. Oh, shit, da war noch eine Falle. Könntest du dich wieder bewegen, ja? Morrigan, natürlich. Natürlich ist Morrigan da reingelaufen, ja. Also wie gesagt, ich persönlich mag Beelen einfach nicht. Weil er ist, wie er ist. Aber unsere kleine Radegundis genau ist so unser wird Inventar es geschehen. Voll. Jetzt sag nicht so was. Voll. Oh, das ist jetzt zum ersten Mal passiert, oder? Ja, was meinst du? Dann würde ich sagen, müssen wir ein paar Dinge zerstören, aber ich weiß nicht, ob ich das hier unbedingt... Obwohl, die sind schon Smaragdring, Goldring, die sind schon recht wertvoll. Ich hätte tatsächlich einfach losgehen sollen. Ich habe nämlich die Tasche voll mit Geschenken für meine Leute. Das ist das Problem. Aber jetzt kann ich den Diamanthammer schon mal mitnehmen. Mal gucken, was hier drin ist. Den Brief kann ich... Nein, nicht zerstören, um Gottes Willen. Den Brief kann ich auch mitnehmen, definitiv. Der wiegt ja nichts in unserem Inventar. Und dich zerstören wir mal für die Armbrust. Weil ich glaube, die Armbrüste sind mehr wert. Und dann müssen wir unbedingt verkaufen gehen. Unbedingt. Ich hoffe, ich denke dran zwischen den Folgen. Wie ihr wünscht. Aber selbstverständlich. Dass ich unbedingt verkaufen gehe. Javia ist jetzt Geschichte. Ja, bitte. Gruppe sammeln und weiterziehen. Bei den Bärten all meiner Ahnen. Wie seid ihr? Wo kommt ihr her? Ihr habt ein Loch in meine Wand gemacht. Naja, es tut mir leid, aber dieses Loch führt zu einem Tunnel in das Versteck der Kater. Bist du... War dir das nicht bekannt? Ach, wirklich? Verdammt! Wenn davon jemand erfährt, bin ich ruiniert. Alle werden denken, ich hätte etwas mit Javia zu tun. Na, dann hoffe ich mal, dass du wirklich nichts davon wusstest. Nein, ich habe mit denen nichts zu tun. Das sind Verbrecher. Dieser Teil der Stadt wurde anscheinend über einem alten Tunnelsystem errichtet. Ich schwöre, ich hatte davon keine Ahnung. Lasst mich einfach in Ruhe. Ich will damit nichts zu tun haben. Und wenn jemand kommt und danach fragt, sage ich, dass ihr es wart. Na klar doch. Aber gut, dass wir direkt bei einem Verkäufer gelandet sind, weil wenn ich dann jetzt auf den Wecker schaue, würde ich sagen, ja, es ist soweit. Es wird wieder ein Schnitt gesetzt. Und jetzt werde ich mir die Folge mal anhören und bin gespannt, wie sie tatsächlich geworden ist.
Ich habe davor natürlich ein paar Probeaufnahmen gemacht. Klar, das mache ich ja grundsätzlich, wenn ich irgendetwas an der Hardware hier verändere. Aber gut, wir werden es sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Bleibt sauber und vor allen Dingen gesund. Und bis zur nächsten Folge, wenn ihr denn so wollt. Tschüss.